Irgendwie ist das doch der einzige, der hier leuchtet. Da hat er nochmal einen abgekriegt. Und ich einen zurück. Und da kommt immer noch Blut raus. Ne, jetzt kommt da nichts mehr. Ja, vielleicht muss man sie alle ausmachen. Erst sind die leuchtenden Augen, die macht man dann aus. Dann kommt irgendwann Blut, das macht man dann auch aus. Und vielleicht, wenn man alles ausgemacht hat. Jetzt alle auf diesen wütenden Geist hier. Warum greifen die denn nicht an? Auf was glotzt ihr? Ihr sollt den wütenden Geister angreifen. Seid ihr irgendwie alle ein bisschen Scheel im Kopf oder was? Den da angreifen, ihr Idioten! Und nicht das Teil da anglotzen. Na toll. Erleuchtet, oder? So. Blöde blutende Auge. Und jetzt? Okay. Noch so eine Welle. Es ist, was ist? Ausgezeichnet. Es ist geschafft. Okay. Doofe Falle aus. Ich spreche mal wieder einen Händler. Ist ja auch, wo geht's jetzt lang, ne? Da lang. Speichern wir noch mal extra. Da war ja noch ziemlich langwierig. Und das wird nochmal gespeichert, weil extra fies. Ah, Steingolems. Ich den hier mal angreifen? Nö. Ah.
Du bist Carolyn. Ich möchte mich gar nicht daran erinnern. Aber früher war ich für die Zwerge von Orsamar ein Bürger. Wenn ihr zum Amboss wollt, müsst ihr euch meine Geschichte anhören. Sonst wiederholt sich alles. Caridin? Wie ein Caridin? Von Caridins Kreuzung? Ich habe zu meiner Zeit vieles hergestellt, aber berühmt gemacht und mir meinen Status verschafft, habe ich ein einziger Gegenstand, der Amboss der Lehre. Ich konnte damit Männer aus Stahl oder Stein erschaffen, so beweglich und klug wie die besten Soldaten. Als Armee waren sie unüberwindlich. Aber ich habe niemandem erzählt, um welchen Preis. Kein Schmied, wie begabt er auch sein mag, kann ihn erschaffen. Mit meinem Wohlerzählten musste ich hier leben, von woanders leben. Sowas habe ich mir schon gedacht. Zur Zerstörung des Ambosses zu finden. Er darf nie wieder benutzt werden. Okay, ja, hast ja recht. Nein, der Amboss gehört mir. Niemand nimmt ihn mir weg. Ihr, bitte, helft mir, den Amboss zu zerstören. Lasst ihn nicht noch mehr Seelen versklaven. Ihr wart ein Paragon. Ich helfe euch, wenn ihr einen neuen König unterstützt. Ich brauche ihn, um mit Branka zu verhandeln, nicht um Golems herzustellen. Naja, sie wird sie dann herstellen. Warum sollte euer Schuldgefühl meine Pläne aus dem Tritt bringen? Tja. Tja, wie entscheiden wir uns denn jetzt? Für oder gegen den Amboss? Ich bin so unentschlossen. Machen wir ihn kaputt? Dann können uns keine Steingolems im Kampf helfen. Dann lassen wir ihn, können uns Steingolems im Kampf helfen. Aber es werden Menschen dabei versklavt. Lebende Seelen.
Man muss halt nur Freiwillige nehmen. Soldaten, die gern Steingolems werden wollen. Aber ja, wenn ich sag, dann muss ich wahrscheinlich gegen den kämpfen. Da habe ich ja keine Chance. Ich mach's trotzdem mal. Die Macht des Ambosses widerspricht allem, was ich als richtig erkannt habe. Hm. Wollt ihr nicht mehr über die Möglichkeiten des Ambosses erfahren? Er ist ein Wunder, ein Werkzeug zur Schöpfung. Mit diesem Amboss könnt ihr dem Erbauer selbst Konkurrenz machen. Genau diese Anmaßung hat den Erbauer vertrieben. Wenn ihr den Amboss zerstört, werdet ihr das bereuen. Warte mal, ich bin jetzt mal total hin und her gerissen. Überzeugend wie immer, unsere Sache ist zu wichtig, um ihn zu verlieren. Nein, ich kann das nicht zulassen. Zu mir, Golems! Verteidige den Amboss, lass es auf. War mir doch klar, dass ich gegen den. Und wenn ich gegen den nicht siegen kann, dann. Guck mal, wie viele Golems das sind. Wenn ich gegen den nicht siegen kann. Dann mache ich es halt auf die andere Art und Weise. Dann muss ich wahrscheinlich nur gegen die Pranker antreten. Wo habe ich denn die beste Verteidigungsposition? Ich könnte hier wieder rein. Strategischer Rückzug erstmal. Okay. Das war nichts. Tja. Kämpfen die gegeneinander? Tja, jetzt muss ich mir einen aussuchen. Gleich den großen hier. So soll es sein. Warum mich denn? Was kann der denn für Tricks? Bedrohen, Kampfrausch. Und du? Unfairer Kampf. Und du? Lebenskraftentzug und was weiß ich nicht. Und du? Es ist 9, bedrohen. Da lacht er doch nur drüber. Was ist das? Verhöhen, lacht er auch nur drüber.
Schilddeckung. Oh, nochmal 7. Ist noch ein Steingolem gekommen. Kümmern wir uns erstmal um den hier. Leute, alle auf den hier. Erstmal den hier fertig machen. Nein, er ist schon tot. Shit. Die ist auch kurz davor. Dass wir das schaffen. Um noch für mich alle hinterher. Tja, jetzt ist mir so eine blöde Meldung vom Desktop dazwischen geklatscht. Ist auf den Desktop dann gegangen, das Spiel lief irgendwie weiter, aber jetzt sind sie alle tot. Jetzt steht da mit Zaubern wie Kältekegel, kannst du Gegner auf eine Position fahren lassen, um schwächere Gruppenmitglieder vor ihnen zu schützen. Ja. Alle tot. Das ist doof. Versuche ich es nochmal oder nicht? Na, jetzt mache ich erstmal eine Pause und dann entscheide ich mich beim nächsten Mal, ob ich das nochmal versuche. Aber das ist irgendwie ein bisschen viel mit den ganzen Steingolems. Vielleicht nehme ich auch die andere Antwort. Mal gucken, oder ich entwickle noch eine Strategie. Wird sich schon zeigen. Irgendwie muss das doch zu schaffen sein.